Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unserer Juventus-Turin-Karriere. Wir werden heute das Spiel gegen den FC Arsenal im SA Contentional Cup angehen. Aber zuvor ist mir natürlich aufgefallen, dass wir definitiv einen neuen Torwart brauchen. Denn Perin ist definitiv mit einer 79 zu schlecht im Vergleich zu den anderen Spielern. Und das werden wir jetzt auch vor diesem Spiel angehen, sodass wir den Torwart dann testen können. Und was ich noch ändern werde, ist, dass Kevin De Bruyne aufgestellt wird für Paredes. Denn dann passt nämlich die Aufstellung soweit. Und Kevin De Bruyne wird noch zum offensiven Mittelfeldspieler umtrainiert. Für einen Torwart haben wir tatsächlich auch noch 12 Millionen Euro zur Verfügung, aber ich denke, ich werde dann einen anderen Torwart im Tausch anbieten. Und wir haben auch noch Post bekommen, ich habe ganz England abgegrast, unser Scout, dann schicken wir ihn nochmal nach Mitteleuropa, ich denke nach Frankreich. Sie haben eine Übereinkunft zum Transfer von Seoul getroffen und ich denke, ich werde dieses Angebot jetzt akzeptieren. Und ich werde wahrscheinlich auch noch warten, bis ein paar Transfers durchgehen, sodass wir hier ein bisschen mehr Transferbudget haben, sodass wir auch einen guten Torwart holen können. Deswegen simuliere ich jetzt mal weiter und wache dann beim SA Contentional Cup gegen Arsenal. Und da geht auch dann schon der erste Spieler. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer es ist, aber ich denke, es ist Miretti. Nee, keine Ahnung. Ich denke es. Und es ist Miretti, genau. Zu Cremonese für 2 Jahre. Ansonsten sind keine anderen Transfers, glaube ich, durchgegangen. Nö. Denke an das Satzspiel, machen wir Miretti ausgeliehen. Okay, schauen wir uns gleich ein Transferangebot für Cua Andrado. Davon. Okay, gehen wir mal bei AK rein. Das sind 3, da werden wir noch ein bisschen delegieren. Ja, genau. So, was werden wir jetzt mal bieten? Und Cuadrado von beiden 14 Millionen Euro. Von Frankfurt und von Liverpool. Da werde ich dann bei beiden das gleiche. Nein, jetzt habe ich von Frankfurt das Angebot angenommen. Egal, dann. Ich hätte nur 1 Million Euro mehr bieten können. Das würde ich sagen, das passt jetzt schon. Ich habe gefettfingert, ja Gott. Weil wir jetzt leider schon beim Spiel sind gegen Arsenal, können wir uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt gleich im Voraus einen Torwart holen oder jetzt hier bei dem Torwart noch bleiben. Denn ich habe mir jetzt mal 3 Torhüter rausgesucht. Das Musiala, den kann ich eigentlich kicken. Genau. Zum einen Jan Sommer mit einem Marktwert von 17,5 Millionen Euro. Das wäre natürlich besserer Torwart als Manuel Neuer. Der würde extrem wenig kosten, wäre auch dazu auch noch ein richtig guter Torwart, aber ist halt schon 36. Aber der könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, und wie ihr gesehen habt, Mike McNair, aber das wird niemals funktionieren, deswegen nehme ich den schon mal von der Liste. Also Jan Sommer oder Manuel Neuer. Und ich denke, ich werde Manuel Neuer holen, weil, wie ihr wisst, es kommt bald neues FIFA raus. Und ich denke, wir kriegen eh nur eine Karriere, nur ein Jahr durch. Deswegen hole ich jetzt Manuel Neuer, weil für ein Jahr ist Manuel Neuer definitiv gut genug und bleibt auch besser wie Jan Sommer. Ich starte mal mit einem Angebot von 4 Millionen Euro für Manuel Neuer rein. Und es nimmt der FC Bayern München auch direkt an. Das ist auf jeden Fall überraschend, hätte ich jetzt nicht gedacht, dann habe ich zu viel geboten. Aber 4 Millionen kann man schon mal bieten. Ja, er wird Schlüsselspieler sein. Vertragslaufdauer soll 5 Jahre betragen. Will aber nur 2. Ja, komm, mach halt einfach 3. Das passt dann schon. Genau, dann Freigabesumme übergehen. Was, den Bonus gebe ich dir nicht, Neuer, aber den Rest kann dann so bleiben. Und damit ist Neuer auch zufrieden. Und damit haben wir einen neuen Torwart bei Juventus Turin. Die Szenen haben wir ja schon alle gesehen, deswegen denke ich, ja komm, ich lasse ihn nochmal durchlaufen. Manuel Neuer beim Leistungscheck, KDB und Chesney, der wahrscheinlich ersetzt wird. Und Kevin De Bruyne erst vor kurzem Tag direkt begrüßt hat, die neuen Mitspieler. So wie es aussieht, besteht Manuel Neuer den Medizincheck und bekommt
hier bei Juventus Turin. Die Nummer 1. Und endlich haben wir das Torwartproblem gelöst. Denn Manuel Neuer kommt für 4 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Juventus Turin. Mit einer 90er Gesamtbewertung. Aber ist leider nur eine D-Transfer. Aber ist wahrscheinlich, weil er halt so alt ist, das ist das Problem. Und dann würde ich sagen, wird Perin ersetzt und Manuel Neuer kommt ins Tor. Wo ist eigentlich Chesney? Hier ist Chesney. Packe ich dann noch auf die Bank für Milik. Und dann würde ich sagen, so steht dann unsere Aufstellung für das Spiel gegen den FC Arsenal. Weltklasse, 6 Minuten, bewölkt, müsste alles passen. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Arsenal gegen Juventus Turin. Gabriel Jesus vor dem Spiel wärmt sich nochmal auf und dann geht das Spiel los. Arsenal in den roten Trikots von links nach rechts und wir Juventus Turin von rechts nach links. Arsenal kommt gleich gefährlich nach vorne. Cuadrado, für den ich ihn Angebot akzeptiert habe, versehentlich. Kann den Ball nicht verteidigen und Arsenal kommt zu ihrer ersten Chance. Aber ohne Erfolg. Kevin De Bruyne mal jetzt im Angriff. Kommt aber schwer durch. Jetzt kommt er mal durch, dann flankt er mal rein und die 10, keine Ahnung wer das ist. Ich muss mich erstmal an meine Spiele gewöhnen, kommt nicht ran an den Ball. Aber jetzt Arsenal direkt mit dem Konter. Über Jesus und sie kommen gefährlich vors Tor. Und das ist das 1:0 für den FC Arsenal. Und es ist, glaube ich, Martinelli. Yes, es ist Martinelli mit dem 1:0 für Arsenal. Ja, da stehen wir einfach schlecht. Richtig schlecht verteidigt. Dann sehen sie da die Lücken. Unser neuer Torwart ohne Chance. Und dann steht es 1:0. Wir müssen jetzt mal aufwachen. Es ist bis jetzt ein sehr unchancenreiches Spiel. Arsenal kommt einmal gefährlich vors Tor. Und brechen uns damit. Und dieser Ball war auch mal wieder so typisch FIFA. Gut, Neuer. Und jetzt da. Direkt den Gegenangriff einleiten. Über Di Maria. Muss nochmal abbremsen. Und der ist richtig schlecht, der Ball. Ich muss sagen, Arsenal spielt in diesem Spiel richtig, richtig gut. Ich komme nicht nach vorne, egal was ich probiere. Und sie stechen mich vorne so aus. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Aber das wird schon und wir müssen jetzt erstmal reinkommen in das Spiel. Was ist das für ein Fehlpass? Was ist das für ein Fehlpass? Und er zieht ab und Neuer hat den Ball. Die darauffolgende Ecke, getreten von Ødegaard, Locatelli springt nicht nach oben, aber unser neue Nummer 1, Manuel Neuer, hat den Ball. Paul Pogba treibt den Ball nach. Oh, und wir laufen in den Konter von Arsenal. Von Arsenal. Neuer hat wieder den Ball. Und Neuer hat wieder den Ball. Neuer bis jetzt bester Mann auf dem Platz. Keine Ahnung, was mit unserer Mannschaft los ist. Es läuft bis jetzt noch nicht so, wie wir das wollen. Und wieder Manuel Neuer. Es ist wirklich nicht zu fassen. Wieder Neuer. Aber jetzt können wir vielleicht mal den Konter einleiten. Neuer mit dem flachen Abwurf auf Kevin De Bruyne, ein anderer Neuzugang von uns. Aber verliert wieder den Ball. Und Arsenal ist wieder im Angriff. Aber den kann Kostic abwehren, diesen Angriff. Ich kann schon gar nicht mehr reden, Digga. Oh, Di Maria setzt sich außen durch. Die Flanke in die Mitte auf Paul Pogba. Aber der setzt den Kopfball leider vorbei. Ich muss aber auch sagen, die Trikotwahl bei diesem Spiel war nicht gut von mir. Ich hätte in den weißen Trikots auflaufen sollen. Aber das passt jetzt schon. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir das gewinnen. Und Kevin De Bruyne. Schieß, Bruder. Oh! Guter Abschluss von Kevin De Bruyne. Aber auch super gehalten von Ramsdale. Aber die darauffolgende Ecke wird, ich sag's euch, Cuadrado. Bringt die Flanke direkt in die Arme von Ramsdale. Vlahovic durch auf De Bruyne. Der wieder rüber auf Paul Pogba. Und da ist das Tor. Hoffentlich das erlösende Tor. Ich spiele in den letzten Minuten viel besser. Und jetzt belohnen wir uns dafür. Paul Pogba. Mit dem
1 zu 0 mit dem 1 zu 1 Ausgleich. Das war jetzt wichtig für die Psyche. Sehr, sehr wichtig. Da passt die Zuteilung wieder nicht. Niemand will an den Ball hin. Super gemacht von Bonucci. Quadrado. Und der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Wir gehen mit einem 1 zu 1. Wir sind mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit gegangen. Mit der Mission, es in der zweiten Halbzeit noch für uns zu drehen. Sodass wir dieses Spiel hier gewinnen. Unsere Aufgabe hier. Und Di Maria fängt damit gleich an. Angel Di Maria. Di Maria. Di Maria. Oh. Knapp. Aber auch vorbei. Kostic mal außen durch. Di Maria. Di Maria schießt selber. Aber mit seinem schwächeren Rechten wird das schwierig. Die darauffolgende Ecke. Di Maria findet keinen Kopf eines Juve-Spielers. De Bruyne aber nochmal raus auf Di Maria, die zum Torschuss wird, diese Flanke. Das war auch ganz schön knapp. Ich, beziehungsweise Juventus, hat jetzt haben viel mehr Spielanteile im Spiel. Das war auch mal wieder so eine FIFA-Aktion. Was war das? Was war das? Oh, zum Glück hat die Neuer. Was war das denn schon wieder? Das ist schon wieder so dumm gewesen. Aber ja gut, es ist ja nichts daraus resultiert, weil wir einen super Schlussmann hinten drin haben. Ich wollte sagen, kurz bevor das passiert ist, wir sind jetzt wieder viel besser drin im Spiel seit der 30. Minute oder so in der ersten Hälfte. Ich konnte mich ja dann auch noch in der ersten Hälfte belohnen mit einem Tor. Pogba! Pogba schnürt sein Doppelpack! Zum 2 zu 1 für Juventus Turin. Klasse gemacht von Paul Pogba, aber auch super rausgespielt in der Vorbereitung. Vlahovic rein auf Paul Pogba, der nimmt den Ball mit nach außen und fackelt nicht lang und haut den Ball einfach rein. Und damit steht es 2 zu 1 für Juve. So, jetzt sind wir mal wieder in der Verteidigung gefordert. Zinchenko, den können wir aber rausköpfen. Und, oh, schlechter Kopfball von Kevin De Bruyne und dann kommt der Abschluss. Den kann aber Neuer festhalten. Und vielleicht können wir jetzt einen Konter aufbauen. Systemsoftware. Die müsste ich auch mal installieren. Die war seit der letzten Aufnahme, wo die nicht mehr aktualisiert. Aber jetzt kümmern wir uns wieder um Fußball. Kevin De Bruyne verliert den Ball. Ich werde auch jetzt wechseln. Ich werde wahrscheinlich wieder die üblichen Wechsel machen. Rugani für Bonucci. Dann Chiesa für Di Maria. Ne, der ist LF. Spielt Kostic auf der Seite. Und Chiesa auf der Seite. Genau. Und dann werde ich Di Siclio für Cuadrado bringen. Der muss sich auch beweisen. Wahrscheinlich wird ja Cuadrado verkauft, ne? Dann bringe ich auch mal Moisken für Vlahovic und Adrien Rabiot ins Mittelfeld für Locatelli. War das nicht ein Rückpass? Ja, egal. Die Wechsel sind bis jetzt immer noch nicht durchgegangen. Di Maria immer noch auf dem Feld. Aber die werden auch gleich durchgehen. Aber davor darf vielleicht Vlahovic nochmal scoren. Darf er nicht. Den Ball muss er aber machen. Ansonsten sehe ich da schwarz. Kevin De Bruyne bleibt hängen. Locatelli. Auch vielleicht seine letzte Aktion am Ball. Hier wieder Ball verloren. Vieira, Ødegaard. Vieira. Ich glaube, der ist nicht Vieira. Und Neuer hält ihn. Und jetzt gehen die Wechsel durch. Ein Fünferwechsel mache ich gerne in FIFA. Dann sind alle Wechsel mal weg. Und ich konnte mein ganzes Wechselkontingent ausschöpfen. Obwohl ich glaube, dass man hier sogar öfters wechseln darf, aber ich wechsle immer gerne fünfmal, weil man das in echt auch darf. Und dann passt es. Chiesa, der neue Mann auf dem Platz. Will jetzt direkt mal zeigen, was er drauf hat. Chiesa. Macht er den Robben nur von links? Nein, leider nicht, weil Robben kam ja immer von rechts. Und Arsenal dann wieder im Gegenangriff. Und Bremer hat ihn.
Oder wer auch immer das war. Nee, Alexandro. Was? Sorry. Foulspiel im Mittelfeld. Das Spiel geht jetzt so dahin ein bisschen. Wir führen 2-1, wir müssen nichts mehr machen. Arsenal gibt sich gerade etwas ein bisschen auf. Bedeutet, das Spiel plätschert gerade nur noch so vor sich hin. Rabiot. Mit dem Ball am Fuß geht's steil nach vorne. Und Moisken chippt ihn genauso wie Vlahovic. Nur am Tor vorbei. Am Tor vorbei. Moisken. Beide Stürmer müssen eigentlich ihre Chancen machen. Nur machen sie nicht. Moisken macht aber den Ball wieder im Mittelfeld fest. Jetzt ist das Spiel gleich vorbei. Eine Minute noch. Es gab 2 Minuten Nachspielzeit. Neuer wird nochmal getestet. Neuer hat heute ein richtig starkes Spiel gemacht. Und jetzt, wenn ich den Ball raushauen sollte, dann sollte das Spiel noch nicht vorbei sein. Aber jetzt ist es vorbei. Juventus Turin gewinnt ein hartnäckiges Spiel. Aber ich finde am Ende auch verdient mit 2-1. Das war jetzt sehr wichtig. Vor allem auch für Manuel Neuer, der nach seinem Wechsel natürlich zeigen wollte, was er drauf hat. Und er konnte es in diesem Spiel definitiv beweisen. Wir haben dann nochmal Post bekommen, dass es zum Stillstand kam bei einer Transferverhandlung und hier auch nochmal zu einem Stillstand kam. Und hier bei Giovanni Garofani kam es auch zum Stillstand. Und dann würde ich sagen, machen wir hier gleich diese Trainingseinheiten. Die mache ich noch voll fertig. Was? Manuel Neuer macht bei der Abwehrübung für Feldspieler mit. Und der ist einfach viel zu langsam, Digga. Was ist mit ihm? Och, ich bin gerade so schlecht, aber wir haben überragend geschafft. Oh Gott, Moisken. Aber das habe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal gesehen, Alter. Oh mein Gott. Was heißt zum ersten Mal? Ich glaube, ich habe es schon mal gesehen. Aber Digga, dass ein Torwart bei einer Feldspielerübung mitmacht. Also FIFA, wer hat sich das bei euch ausgedacht? Wirklich. Nur weil Neuer so gute Draußenstats wahrscheinlich hat, Digga. Oder Feldspielerstats heißt es ja richtig. Und ich verkacke gerade mies diese Übung. Oh mein Gott. Das machen wir definitiv nochmal. Aber wie heftig. Wie heftig. Verkackt. Muss EA haben, Alter, dass man so etwas einprogrammiert, Digga. Also. Oh mein Gott. Also ich mache noch die Trainingseinheit fertig und dann sehen wir uns wieder. Und beide Übungen mit A geschafft, dann simuliere ich noch getimter hoher Steilpass. Und dann haben wir alle 3 Übungen auf A. Er hat ganz Deutschland abgegrast. Dennis Pellegrini. Den schicken wir dann, würde ich sagen, nach Südamerika. Der soll uns mein neues argentinisches Talent suchen. Übereinkunft zu Cuadrado-Transfer bei Liverpool. Leider muss ich dann, wenn ich das von Frankfurt angenommen habe, das von Liverpool lehne ich ab. Denn Frankfurt bekommt jetzt voll die Chance. Eigentlich will ich Cuadrado nicht für 14 Millionen verkaufen. Deswegen warten wir jetzt mal ab. Diesen Ake, das nehme ich an. Das ist, glaube ich, die höchste Transfersumme, die ich verlangt habe. Und Kulusevski spielt keine Rolle bei uns im Verein. Und Man U bietet 67 Millionen Euro. Da können wir auf jeden Fall mal delegieren. Das delegiere ich jetzt mal. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es mit Pellegrini aussieht. Genau, dann werden wir in der nächsten Folge schauen, wie es mit Kulusevski aussieht. Ob Man U bei nochmal erhöht auf 100 Millionen. Bin ich gespannt. Und dann werden wir auch das Spiel gegen Leverkusen spielen, wo es dann um den Sieg, denke ich, nö, ich lass mich mal schauen, ja, wo es dann um den Sieg in der Meisterschaft dieses SA Continental Cups geht, weil Real Betis ist auch noch sehr nah bei uns dran. Das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Also dann, bis zur nächsten Folge, Leute, und ciao.